Moin, der Bitcoin-Beobachter ist wieder da und es geht weiter abwärts. Ich denke, gestern Abend waren wir circa hier, sind nochmal so gute 6 bis 7% weniger. Ja, ich schau mal die Preise. 40.025 Dollar aktuell, eben vor wenigen Minuten war sogar etwas unter 40.000 Dollar. Damit haben wir circa ja, 7,5% Minus im Vergleich zu gestern Abend. Ja, auf die Woche sind es auch 7,5% Minus und auf den Monat 9% Minus. Ist also jetzt nicht mehr so ganz so besonders prickelnd, aber durchaus normal in der Bitcoin-Welt. Da habe ich schon immer mal wieder die letzten Jahre erlebt, dass es mehrere Tage so 5%, 10% Minus immer geht. Und dann plötzlich wieder ein paar Tage später ähnliche Prozente ins Plus. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Manchmal ist der Bitcoin-Markt sehr turbulent. Ja, und insgesamt ist ja auch der Aktienmarkt und Finanzmarkt zurzeit sehr schwierig. Auch wird in vielen Ländern über Bitcoin-Regulierung diskutiert. Das verunsichert, glaube ich, auch immer wieder auch den Kryptomarkt an sich und es gibt aber auch positive Meldungen, zum Beispiel aus der Ukraine. Da legalisiert man Bitcoin und zwar wurde ein Gesetz verabschiedet. Ja, es nennt sich so in etwa Gesetz zur Anerkennung digitaler Assets. Das ist dort jetzt also so amtlich festgeschrieben. Was genau da jetzt alles drinsteht, weiß ich nicht. Ist aber auf jeden Fall ein positives Signal und soll dazu führen, dass auf dem ukrainischen Markt, also ja, der Handel mit Kryptowährungen etc. unter gewissen regulierten Umständen sich entwickeln kann. Das, denke ich, ist positiv zu bewerten. Ja, ist aber ein kleines Land, die Ukraine. Ich denke, das wird sich nicht allzu sehr auf den Preis auswirken. Wie es hier weitergeht, ob es weiter nach oben geht übers Wochenende und in der kommenden Woche oder ob es vielleicht noch ein bisschen weiter runter geht, das bleibt abzuwarten. Das werde ich beobachten und weiter darüber berichten. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann sei doch so gut und gib mir einen Daumen hoch oder abonniere und am besten mit Glocke, wenn du kein Video verpassen willst. Und ansonsten, genau, wünsche ich ein schönes Wochenende, trotz stürmischer Lage draußen. Macht euch was Gutes draus, macht es euch gemütlich zu Hause oder so. Auf Wiedersehen, bis zu meinem nächsten Video.